scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Und jetzt kommen wir zum dritten Impulsgeber. Und der dritte Impulsgeber, das ist der Seelenmentor. Sein Name ist Dave Weber. Er ist 35 Jahre jung, verheiratet, hat zwei wunderbare Kinder und wie gesagt, er ist Seelenmentor. Er hilft Unternehmen, die jetzt so spüren, da ist noch mehr, da ist etwas, was kann ich nicht sehen, das ist noch so nebelig, ja. Und denen hilft er zu erkennen, was diese unsichtbare Wand ist und wie wir so diese unsichtbare Wand durchbrechen können. Und da gibt es den Seelenmentor, der uns dabei helfen kann. Sein Thema heute ist Werte, die dir innere Ruhe geben. Fang an und erlebe deine Veränderung. Lieber Dave, du warst auch schon öfters dabei und wir freuen uns riesig auf deinen Impuls heute. Das Mikrofon geht zu dir. Martina, vielen Dank für die lieben Worte. Und auch heute dich wahrzunehmen, das ist eine einzigartige Fähigkeit. Und auch hier euch etwas mitzugeben, den Mut euch wahrzunehmen, ist auch die Seele wahrzunehmen. Und für diesen Impuls, damit ihr ein leichtes Verständnis habt, was ich genau damit meine, ist die Seele euch einfach mal vorzustellen. Jeder Mensch, laut meiner Meinung, mein Empfinden, jeder Mensch hat eine Seele. Oder jeder Mensch wird mit einer Seele auf dieser Welt geboren. Und mit der Zeit wird diese Seele einfach nicht gebraucht. Und zwar wird sie nicht gebraucht, weil wir sie nicht in Anspruch nehmen. Wir nicht auf sie hören, wir sie links liegen lassen, wir die Stimmen, das Flüstern oder das, die Zeichen, die uns offenbart werden, nicht wahrnehmen. Und es geht so weit sogar, dass diese Seele, die wir haben, einfach nach und nach verblasst in uns. Und das Ego nach und nach die Oberhand gewinnt. Unser Geist die Oberhand gewinnt. Hier geht es einfach ganz klar zu sagen, wir werden in frühen Tagen oder viele Menschen werden in frühen Tagen dafür getrimmt, nach außen zu scheinen. Nach außen zu sagen, ich habe das Auto, ich habe die Frau, ich habe den Job, ich habe diese Kinder, meine Kinder gehen auf die Privatschule, meine Kinder gehen hierhin, dass mein Kind hat wieder ein Einsamzeugnis und wir fördern nur den Geist und nur den Geist und das Ego füttern wir damit. Und unsere Seele ist nach und nach brach. Viele erfolgreiche Menschen, für die ist das Geld oder der Erfolg, wichtig. Und dieser Erfolg kommt meist dahin, wenn man sich wahrnimmt oder wenn man den Moment wahrnimmt. Das beste Beispiel ist einfach hier zu sein. Viele Menschen kommen bei diesem Impuls, wenn sie ganz am Boden sind. Also auch wenn man hier direkt am Boden ist, sehen viele, kommt wie eine helfende Hand von oben und hilft dir raus. Und das ist meist die Seele, die dir dann sagt, ich gebe dir jetzt nochmal einen weiteren Schub. Ich gebe dir nochmal mehr Kraft, mehr Energie, mehr Power. Und für viele ist dieses erste Mal Wahrnehmen der eigenen Seele verwunderlich. Und dieses Verwunderlichsein grenzt schon so, nein, bitte nicht mit mir. Das ist zu viel. Das ist für mich zu viel Energie. Zu viel, wie es Jean-Marie so schön gesagt hat, zu viel Gottvertrauen oder so viel göttliches Dasein, das auf uns zuprasselt, weil wir das erste Mal den Mut genommen haben, nach uns zu gucken, nach uns zu schauen, für uns zu schauen und uns wahrzunehmen, abseits des Egos, abseits der eigenen Bedürfnisse, sondern wir tun das erste Mal etwas und wir nehmen unsere Seele wahr. Wir tun etwas für unsere Seele. Weil unsere Seele, nachdem wir auf den Boden gefallen sind und nicht mehr hochkommen, sie uns aufgerichtet hat, wir unseren Weg erkennen, ihn sehen
den meisten Dingen. Viele, nachdem sie hingefallen sind, versuchen sich wieder normal aufzurappeln und gehen ihren alten Weg wieder, um hier wieder voranzuschreiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht zu verteufeln, nicht zu missen, dass wir, nachdem wir gefallen sind und den Mut hatten, keine Hilfe anzunehmen, wir trotzdem weiterleben. Nur unsere Seele wird nach und nach, nachdem sie uns immer mehr Hilfe gibt, immer leiser. Die Stimme wird immer leiser von Moment zu Moment, wo wir sie nicht mehr beachten. Nie wieder beachten. Und gerade hier gilt es einfach, jedes Mal vielleicht ein bisschen hinhören in der Not, die wir haben, in den Momenten, wo wir fallen. Mal ab und an auch den Fall genießen. diesen kurzen Moment des Freiseins, kurz bevor man hinfällt. In diesen Momenten zeigt sich die Seele am weitesten, weil sie dich aufregt, weil sie dich versucht zu halten, diesen Sturz zu dämpfen. Und hier gilt es einfach auch für dich, den Weg zu finden, ob es eine Seele gibt oder nicht. Das bleibt dir überlassen. Niemand anderes auf dieser Welt hat die größte Entscheidung, außer du. Nur du entscheidest. Und ich möchte dir nur mitgeben, dass du diese Seele ein bisschen Nährboden gibst. Na, ein bisschen sie wahrnimmst. Den Mut zu sagen, ich habe eine Seele. Wir werden einfach darauf gerichtet, dass die Seele etwas Göttliches ist. Die Seele etwas mit der Kirche zu tun hat, wie im Westlichen. Es ist einfach ganz wichtig, dass abzuspalten, wie es so schön heißt, abzuspalten von der Kirche, abzuspalten von der Religion, sondern zu sagen, meine Seele bin ich und ich bin meine eigene Religion. Und meine eigene Religion ist, dass ich lebe. Das ist das höchste Gut, was du dir mitgeben kannst. Und diese Seele wahrnehmen, beginnt man mit kleinen Schritten. Also ich verlange ja nicht viel. Was ich von dir verlange, ist vielleicht, dass du anfängst zu sagen, ich habe eine Seele. Oder ne, ich kann meine Seele, ich glaube, dass ich eine Seele habe. Das ist ja noch, das ist was Schönes für dich, weil deine Seele dir so viele Möglichkeiten gibt, wenn wir sie erst gefunden haben oder wir sie wieder als Teil von uns akzeptieren, wenn du wieder mit ihr verbunden bist. Das ist das erste Mal magisch und die weiteren Male noch viel größer. Aber dieses erste Mal, vergisst man selten, weil du dich das erste Mal dann komplett fühlen kannst. Es ist meistens so, viele Menschen sind immer auf der Suche nach dem Nächsten, immer auf der Suche nach etwas Größerem, auf der Suche nach der nächsten Frau, dem nächsten Mann, dem nächsten Auto, dem nächsten Job, die nächsten Gehaltserhöhungen, den nächsten Orgasmus. Das ist schön und gut. Nur vielen diesen Leuten ist einfach diese Suche nach dem nächsten Pitch oder dem nächsten großen Hit ist meist eine Sehnsucht nach Vollkommenheit. Und diese Vollkommenheit geht meist verloren, wenn man diese Seele nicht annimmt oder sie einfach auch immer wieder verscheucht und einfach sagt, hier, nee, möchte ich nicht, es ist nicht meins. Und dieser Punkt für dich einfach zu finden, wenn du anfängst, deine Seele wahrzunehmen, ich verlange noch nicht mal, dass du hier mit einem Pendel um dein Haus gehst und sagst, hier, oh, wo ist meine Seele, sondern deine Seele ist immer bei dir und sie geht auch nicht weg. Sie wird auch nie weggehen, außer du möchtest sie nicht mehr haben. Und dann ist dein Schutzengel nicht mehr für dich da. Und dein Schutzengel kann dich dann in den tiefen Tagen auch nicht mehr so richtig hochholen. Wichtig für mich ist einfach, dich zu sehen, dass dir das ganze Glück der Welt geschenkt wurde mit einer Seele. Und mit dieser Seele kannst du so viel erreichen und so viel Glück ausstrahlen und so viel Menschen begeistern. Mit einer Seele auf die Welt zu kommen,
Dieses Privileg hat jeder Mensch. Jeder Mensch auf dieser Erde hat dieses Privileg bekommen. Nur bekommen wir es, nur nutzen wir es nicht. Wir verschenken es, indem wir einen anderen, etwas anderes annehmen, etwas anderes wahrnehmen, und zwar das Außen. Wir nehmen das Geld wahr, wir nehmen die Frauen wahr, die Männer wahr, ist das schöne Leben, was suggeriert wird. Nur das schönste Leben spielt sich im Innen an. Es ist egal, wie du aussiehst, und es ist egal, wie du dich nach Hause, wie viel Millionen du verdienst, wie viele Milliarden du auf dem Konto hast. Es ist egal. Am Ende des Tages oder am Ende deines Lebens kannst du nichts davon mitnehmen. Nur deine Seele. Die bleibt bei dir.